Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute von Martinique, einer der schönsten Inseln auf unserer herrlichen Karibikreise. Es ist wirklich, wirklich, wirklich großartig, einer der tollsten Urlaube, die ich jemals erlebt habe. Aber kommen wir zum Thema. Heute erstens Ausflüge in der Karibik, das Schönste für Sie zusammengestellt. Zweitens Entertainment Manager Janine erzählt uns mal, was sie so in ihrem letzten Einsatz getrieben hat. Und drittens Holger Edtmeier, der Comedian, war auch an Bord. Viel Spaß! Das sind Moni und Edgar. Die wohnen hier im Hafen von Martinique und sind zwei wunderbare Pelikane. Kein Pelikan, aber genauso wunderbar ist Janine, unsere Entertainment Managerin. Und was die auf ihrem letzten Einsatz alles erlebt hat. Und ich glaube, das könnte sogar ein bisschen peinlich werden, ne? Wie ich euch kenne. Andrea, passt ja auch thematisch. Richtig. Für den Sound. Das zum Beispiel, das können wir auch. Das könnt ihr auch. Was macht ihr da? Ich möchte seriös wirken. Oh nee, ne? Das machen die Techniker halt auch manchmal, ne? Dass die mir einfach irgendwas abdrehen. Es fällt mir jetzt gerade schwer, dich als Vorgesetzte ernst zu nehmen mit der Stimme. Ich mag immer die unvorhersehbaren Situationen. Und wenn ich dann auch irgendwann darauf noch reagieren muss und so, das finde ich immer cool. Das macht immer am meisten Spaß. Da ist meine Stimme. Ein bisschen reingesteigert. Weil du brauchst ja immer so Romantik in deiner Show. Ja, ich bin ja auch Single. Ich hab jetzt Musik? Hallo, liebe Regie. Das war super. Ja, wie wirklich geschämt. Ist das jetzt Kisscam? Also, mit einer Kisscam, da ist die Regie wirklich richtig durchgedreht. Das kann man nicht anders sagen. Das war nicht. Und hat er mich wirklich. Jetzt, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe gedacht, das wird ein Filmkuss. Er küsst hier an die Seite. Er hat mich wirklich geküsst, ne? Ich war so geschockt. Ich hab grad meine Chefin geküsst im Theater. Ihr ist euch das klar? Er hat einfach drauf losgeküsst, ne? Und ich fand das so cool. Also, ich meine, ich bin Single, lange an Bord unterwegs, ne? Klar ist man dann irgendwann auch einsam. Denn wie Sie wissen, seit Wer wird Millionär bin ich ja verliebt. In den Bruder eines Kandidaten. Domi. Wer hat's mitbekommen? Mhm. Wo ist Domi? Ich hab mit Domi noch Kontakt. Ach, Domi. Ach, hallo. Ach, guck ihn dir mal Domi, an. Er ist doch so Herzblatt. Süß. Wir sind auch ungefähr ein Alter. Ich glaube, er ist 28. Du hoffst, ja, ich auch. Oh, wir müssen uns ein Mikro teilen, weil ich habe gerade kein Mikrofon. Das habe ich mit Absicht gemacht. Ich möchte das Mikrofon. Ja, sprich doch einfach in mein Mikrofon. Es war so lustig irgendwann, hat sich das so verselbstständigt. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, denn ich habe dann gesagt, wenn wir heiraten sollten, also Domi und ich, dann lade ich alle Gäste, die jetzt auf dem Schiff sind, ein zur Hochzeit. Ach, wer seid ihr denn eigentlich nochmal? Gehört ihr auch zu meiner Familie? Ach, stark. So, Familie erweitert, die ganze Kelly-Familie ist da. Toll. Ich habe eine Wassermelone getragen. Ich wollte immer schon mal Baby sein, ne? Francis Houseman. Und sagen, ich habe eine Wassermelone getragen. Oh. Domi, du bist Johnny. Der kennt gar nicht mehr Dirty Dancing. Der kennt das gar nicht. Weil der zu jung ist. Weil ich zu alt bin. Ja, das ist doch diese legendäre Szene hier. Die legendären Szenen aus Dirty Dancing. Normalerweise verliere ich ja das Rhythmusgefühl, sobald mich jemand anfasst. Also beim Tanzen. Nur beim Tanzen. Und da ging es aber wirklich, war echt gut. Guck mal, wie er da runterspringt. Richtig wie im Film. Und dann kamen die alle, guck mal, die Media Manager und Showmanager, alle kamen dann dazu und haben mitgetanzt. Oh Gott, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe es noch nie richtig gesehen. Was kommt dann natürlich? Hebefigur, nein, natürlich nicht. Der arme Mann wird zerbrochen. Oh, das ist der schönste Kapitän der Flotte, Paolo Benini, Italiener. Der Staffkapitän hat Geburtstag im Mai. Der Staffkapitän. Der Staffkapitän hat morgen frei. Hat er ja nicht verstanden, der arme Paolo. Da tat er mir ein bisschen leid. Da konnte ich nicht mehr, da musste ich mich echt wegschmeißen. Ich bin meine Geise und ich kann weitermachen. Ich konnte schon nicht mehr. Der Staffkapitän reist um die Welt. Ja? The first one, ja? The first one. Der hat den Kapitän veralbert. Der Staffkapitän bekommt ab sofort mehr Geld. So, Janine, so geht das mit der Gehaltserhöhung. So geht das. Ja? So, pass auf. Du gehst bis in die Knie. Das war so schlecht. Ich hab das nicht. So, und jetzt versuchst du. Man muss im Flow sein, sonst. Ohne die Arme dabei zu bewegen. Soll ich dir mal sagen? Das ist wirklich, das ist so schwer. Nee, ja, das ist schon ganz cool. Wie die Leute gucken, ey. Oh, herrlich. Jede Reise hast du irgendjemanden dabei. Die immer sagen, ich sehe aus wie Otto Walkes.
Wenn ich das jetzt so sehe, dann kann ich das Ding gar nicht mehr so krumm nehmen. Ich mache mich echt zum Affen oft, ne? Das sehe ich ja nur selber nicht so. Mir kommt das auch selber nicht so vor. Aber von außen betrachtet ist schon ganz schön peinlich. Wenn man das nochmal so sieht. Und jetzt, weil ich doch schon mal hier bin, die schönsten Ausflüge der Karibik. Herrlich. Ich glaube, ich habe alle mitgemacht. Viel Spaß. Auf unserer Karibikreise haben wir Jochen Stelter an Bord, ein fantastischer Zauberer und gleichzeitig ein Comedian. Großartige Show werden wir Ihnen sicher auch zeigen. Jetzt habe ich aber für Sie einen anderen Comedian, nämlich Holger Ettmeier. Wunderbar, gucken Sie mal. Ich wäre so gerne dein Arr, dann wäre ich dir immer so nah. Ich wäre der Schopf auf deinen Kopf und wenn die Zeit mich auch raubt von deinem Arr. So wäre mein Leben doch völlig okay als dein Toupet. Auf der Bühne mache ich Musikkabarett, das heißt, ich sitze am Klavier und singe meine eigenen Lieder. Also ich schreibe meine eigenen Lieder, schreibe meine eigenen Texte. Ab und an schnappe ich mir auch meine Ukulele und spiele damit dann lustige, aber auch manchmal sentimentale Lieder über, ja, worum geht es? Es geht um Beziehung vor allen Dingen, es geht um Gesellschaft, es geht um das Miteinander. Du bist so kühl, doch ich weiß, was du fühlst. Es ist schwer für dich in dieser Stadt. Du hast doch geweint, dein Herz wurde Stein. So ein Mädchen wie du lässt man nicht in Ruhe. Du kannst mir vertrauen, lass uns Träume bauen. Entschuldigung, wer singt hier eigentlich? Der Zuhälterkönig von St. Pauli oder was? Wie war Holger Ettmeier in den 80ern? Das ist echt so eine Kiste. Ich glaube, ich war durchgeknallter. Wir waren alle irgendwie durchgeknallter, weil es war eine sehr hysterische Zeit. Netzshirt, Achselhaare, Schweißbänder und Spontispruch-Buttons. Mein Gott, was sahen wir cool aus in meiner Fantasie. Also in den 80ern, mein Gott, ja klar, da war ich gerade so frisch hinter der Pubertät, hatte ich irgendwie gerade so einen kleinen Bartschatten hier oben. Da hat das Handtuch noch ausgereicht zum Rasieren, wie man so schön sagt. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozial. Damals in den 80ern war ich großer Eurythmics-Fan. Dann natürlich so die persönlichen Heroen wie Jimmy Somerville, damals also Bronze Gebet und Communards. Du bist zu gut. Du bist zu gut für diese Welt. Das wirklich Schönste ist an dem Job, wenn man rausgeht und merkt, dass es eine Energie im Raum ist. Also es wird immer mehr, das ist wie so eine Welle, die sich immer weiter aufbäumt. Und das macht wirklich Spaß, wenn man also einfach merkt, okay, man hat das Publikum in gewisser Weise am Haken.
Ach, es gibt eigentlich, ich habe so mehrere Mantren, muss man sozusagen. Ich glaube, mein Liebstes, das ist ein Satz von Stephen Sondheim. Und es gibt ein Musical, das heißt Into the Woods. Da kommt dieser wundervolle Satz drin vor. Best to take the moment present as a present for the moment. Verbeiß dich nicht an den Dingen, die schief gehen, sondern schau auf das, was du hast und das, was wirklich gut läuft. Also so die kleinen Glückshappen, die man einfach genießen sollte und froh darüber sein sollte. Ich wäre auch zufrieden und froh als Pickel am Po. Cha-cha-cha. Meine persönliche Verlockung an jeder Destination, wo wir anlegen, ist, den schönsten Strand zu finden. Und jetzt habe ich für Sie Ihre Verlockung der Woche. Bitte schön. In Hamburg starten wir zur Nordeuropa-Reise und fahren als erstes nach Eemuiden bei Amsterdam. Wir machen noch Halt in Dover und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Hamburg. Und jetzt kommen Sie, die Bilder der Woche. Und ganz ehrlich, ich habe mich den ganzen Tag schon darauf gefreut. Ich werde jetzt hier schaukeln. Viel Spaß, bis nächste Woche.